Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Far Cry. Was haben wir denn für eine Iteration? Lob 1 ist das. Nee, das ist eine Koop-Ganger Far Cry 1. Das stimmt. Und Far Cry 1 wurde noch von unseren. Ach, wir haben die Kursen, die Türken. Die zwei Brüder. Keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir versucht, den Schatz hier zu ausfindigen. Dann war auf einmal an dem Haus hier ein Schlüssel. Da an dieser Boje unten, ja, war der Schatz. Den es interessiert, der kann dahin. Und dann hat er ihn. Wieso wird das da drüben so markiert, das Ding? Schocktherapie. Ja, ist wahrscheinlich das Ziel. Dann gehen wir doch mal gucken. Das gibt's ja nicht hier. Töten sie sich schon wieder gegenseitig. Schönes Urlaubsgebiet hier. Ja, aber mit dieser. Ja. Die Kristalle sprechen Mafia von da, kannst du fast sagen, was die Holla, Regierung nennen. Willkommen in meiner Klinik. Ich bin Dr. Dabal. Jetzt haben wir Aufgabe. Fangen Sie ein paar Fische, dann reden wir. Ach Gott, ne, Fische will ich jetzt auch keine fangen. Dann haben wir doch eine andere Mission. Die da nehmen wir mal. Ja, was ist denn los jetzt? Da kann der Polizist nicht Auto fahren oder was? Ist er ein Baum eingerumpelt? Das heißt, wir haben ein Auto. Ich kann. Nee, er sitzt nur drin. Da hinten. Wir hätten sowieso ein Auto. Aber ich hole jetzt mal eins zum. Ich fahre lieber. Ich weiß jetzt, wie mir die Autos holen. Guck, da ist schon. Da habe ich voll aufgepimpt, das Ding. Guck mal. Cool. Dann steig ich aus. Die checken echt nix, oder? Ich muss mal den Weg markieren. Wieso zeigt es nicht an? Wieso? Tust du? Bei mir auf der Karte nicht. Bei mir schon. Warte mal. Der wollte doch nur ein wenig reiten. Du musst mich lotsen, weil ich sehe echt die Markierung nicht. Ich habe keine. So, jetzt haben wir schon wieder einen zusammengefahren. Also, was ist denn da los auf der Erde rechts? Weil ich habe keine Map so richtig, die ist nur dunkel. Also. Ha, oh, ist hier. Einfach ausgestiegen. Und? Oh. Jetzt hast du die Geisel erschossen. Was ist für Geisel? So, ich hab mir gedacht, da wollten Olli uns umbringen. Nee. Okay. Hier weiter? Ja, da weiter. Stopp! Ach, da ist Geisel, warte mal. Ich hab die Geisel gar nicht erschossen. Nö, die eine, aber. Ach, das sind zwei. Böses alle. Ja, der Straße folgen. Schön, Hubi. Ah, da müssen wir wieder den töten. Ja. Und jetzt, Herr Navigator? Ja, weiter. So. Das ist auch gleich erschossen, wenn du da rumhubst. Geil, wenn ich schieße, habe ich keine anderen Sounds. Nur das Schießen. Ja, geradeaus. Ah. Müssen wir da rein? Nö, nö. Denk. Einfach der Straße folgen. Gehen wir noch. Wir müssen doch da rein. Jetzt müssen wir auf einmal links. Na, vorher war es noch geradeaus. Achso. Seltsam. Aber die wollen uns, glaube ich. Ja, das. So, jetzt links halten, da eine.
Ich gehe jetzt einfach mal auf den. Kreuz und rechts halten. Den Wegpunkt sehe ich. Gerade. Der Telefon jetzt schon wieder. Vorne links. Hat man hier so eine Kiste? Fässer und Kisten? Ne, nur. Verstanden, klar. Wie macht er das nicht auf? Aufnehmen, oder was? Jetzt. Ein Talisman. Super. Ja, wir sind ja eh am Ziel hier. Videoclip. Jetzt wenig Bete, Beichte ablegen. Bist du bei B? Ich erkenne einen Sünder, wenn ich ihn sehe. Mb. Ich will dich mal begrüßen, du Arschloch. Wenn du mich verarschen willst, Danny, verkaufe ich deine Organe an die Yankees. Und ich weiß, dass Paulo Schulden verschwinden, wenn ich dich erschieße. Nein. Du hast Regeln. Ein komischer Beichtstuhl. Aber du bist kein Mörder. Boah, die nehmen uns halt für was anderes hier. Gut, genug gehört. Okay, Story. Es ist nachts. Haben die aber lang geredet. Ja, es war ein längeres Gespräch. Wo sind die? Paulos Dankbarkeit, sondern seine Schulden begleichen. Das wollen wir alle, Rojas. Vor allem ich. Gut, ich besorge dir den Schlüssel. Aber dann sind du und Paulo quitt. Verstanden? Ich liebe dich, Rojas. Bis dann. So, wo müssen wir denn hier? Gehen die? Ah ja. Achso, ist schon markiert. Ich sammle dich mal ein. Zwei ganz komische Typen auf dem Foto drauf. Das warst du gar nicht. Nein, das war ich nicht. Gott sei Dank. Okay. Ich mache hier. Jetzt regnet's auch noch. Ja. Ach, jetzt auf einmal. Ist doch scheiße mit der Karte. Rechts, ein bisschen rechts, meine ich. Ja, rechts, rechts, rechts. Ja, im Straßenverlauf mal folgen. Okay, wie viel Kilometer? Wir sind da um die Bucht rum, ne? Jo. Sollst du einfach abkürzen, oder was? Weiß ich nicht. Ist das für die doch ganz normal, dass einer mit einem Auto, mit einem MG auf dem Dach rumfährt? Ja, hier schon. Okay. Guck, der hat auch ein MG. Also. Ja, du hast recht. Ah, links. Hast du wieder Karte? Nee, ich habe nur Symbole auf dem runden Kreis unten. Cool. So. Cool. Cool. So, stopp. Da waren wir doch erst. Achso. Achso. Gut. Hups, der ist ja eigener, oder? Der ja. Oh, hups, den habe ich auch geschossen. Naja. Ich habe ja einen gerettet, das gleicht sich wieder aus. Ich glaube auch. Da fahren wir ein bisschen weiter links. Ach, jetzt sind wir doch kurz das Pferd überfahren. War zu spät. Das ist immer Hupen, ey. Weil wir Freunde sind, oder? Ja. Naja. Gut. Ziel abgeschlossen. Was? Keine Ahnung. Irgendwas hier einen Schlüssel holen. Eventuell. Wir müssen bloß einen Schlüssel holen. Ja. Du hilfst den Leuten nicht beim Weh, du benutzt sie. Das nehme ich mal als ein Dankeschön. Da ist ja schon was markiert.
Das sind ein paar Mannequin hier unten. Ja, warte mal, die kommen bestimmt. Warte, tun wir noch nichts. Ich muss da herum an erst einmal. Oh, den habe ich nicht gesehen. Vorsicht. Oh. Ach so, gut. Ich wollte ihn gerade noch abstechen. Ach so. So, die müssen wir jetzt alle da unten umbringen, oder wie? Ich werfe halt mal was runter. Jetzt hast du aber die Zielperson verletzt. Nö, ja, die krabbelt noch rum. Okay. Der Quapo ist da unten. Ja, die Leiter kann er schlecht hoch. Wo ist denn der her? Alter, ich sehe nichts. Und man schießt auf mich. Da unten ist einer tot. Achso, das ist Feind gewesen. Habt ihr unseren Quapo da schießen, hey? Ups. So, wir kommen jetzt da oben ohne zum Sterben. Nur da halt so über das Gerüst hier. Schauen wir mal, wie weit es mich tötet. Ah, geht schon. Stimmt, ich habe ihn echt erschossen. Aber jetzt lebt er wieder. Cool, guck mal. Die haben hier Schaufensterpuppen. Ups. Ach, die nix. Plastiktüten. Was? Die haben Schaufensterfiguren in Verpackung fertig für die Post. Ach so. Zum Abtransport. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Man erkennt kaum, dass jemand drin liegt. Ja. Ach, was ist da? Was schreit da? Das? Ja, ein Krokodil. Komm, geh da rein. Oh, jetzt wieder hier Kampf. Ja, genau. Oh, doch nicht. Oh, er haut ab. Angst, oder was? Ja, er greift den an bestimmt. Na, warte mal. Wo willst du hin? Was ist da? Jetzt beißt er mich. Sau. Oh Mann, hier. Bist du fies. Gibt einen schönen Geldbeutel. Was müssen wir denn jetzt was machen? Ich hab wieder nicht aufgepasst. Boah, ich hab auch keine Ahnung, ob nicht aufpasst. So blöd halt, wenn man ein bisschen Story braucht, gell? Ach, da ist der Wegpunkt wieder. Hm, Waffenkiste. Doch nicht. Also wieder zum KFZ zurück. Hast du auch einen? Was? Zum KFZ müssen wir zurück. Ich hab Dings gekriegt. Hast du so eine Art Uzi? Nee, ich hab Schießpulver gekriegt. Ich hab eine Waffe gekriegt. Jo. Ja. Da müssen wir jetzt gleich loslegen da draußen und schießen. Stopp. Na, ich fahr jetzt. Nee, hey, irgendwie schießen die. Aber so ein bisschen links halten. Vielleicht hilft's. Jo. Oh. Ich habe ja einen Rambock vorne drauf. Der Polizist ist komplett verschwunden. Und wo ist er denn hin? Ich weiß auch nicht. Achso. Oh, das war der Kopf vom Pferd. Oh, hier bestimmt eine gute Salami links. Ich dachte, Lasagne gab's immer. Stirb, warte mal. Da ist schon wieder was. Das ist Feind. Oh. Das hat der andere gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist der schallgedämpfte Waffe. Ja. Ja, hört man doch. Hier. Hast du gerade die Tankstelle in die Luft gejagt? Nein. Achso, hat sie eben so angehört. Aber es sind keine Zapfsäulen mehr da. Die habe ich auf eBay Kleinanzeigen schnell verkauft. Achso. Was bringt denn sowas?
Nachdem das ja bloß in-game ist, habe ich es verschenkt. Ah ja. Normalerweise hätte ich dafür bestimmt einen Euro oder so verlangt. Als letzter Preis. Hol es sofort ab. Regens. Was ist, regnet? Bei mir regnet's. Bei mir nicht. Bei mir ist Sonnenuntergang ganz. Ja, ist es auch, aber ich höre das Regengeräusch. Nee. Ah, jetzt bei mir auch. Okay. Ah ja. Das regnet doch gar nicht. Müssen wir schnell nur was einnehmen. Ja. Dann schieß mal. Einer. Ah, da ist man der Handy. Habt ihr nochmal Granaten geschmissen? Schlüssel benötigt. Wir hatten jetzt den Schlüssel hier. Da steigt wieder einer einfach so unter der Fahrt aus. Ist jetzt nicht auch komisch irgendwie. Ah, da ist Schlüssel. Na klar, der Schlüssel von dem Kapuff liegt einfach hier rum. Ja. Macht sogar der Taxifahrer fahrt über den Bundeswehr, über den Soldat drüber. Was haben wir denn hier? Hab ich jetzt halt den Bordschen reingefahren, oder? Ich keine Ahnung, hab nicht geguckt. Brenn aus, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht wieso. Wer denn? Ich? Ja, jetzt hab ich eine Waffe wieder gekriegt. Ich auch. Aber ich brenn trotzdem. Aber die Waffe hast du doch schon gehabt. Weiß also, ich nicht. Wir haben keinen Bordschen, aber. Ups. Wir haben Granaten? Ja, musst du dann auswählen. In deinem Menü. Granaten. Ach, Dynamit schon. Ist es. Ah, okay. Oh, Panzer. Welche Seite? Oh, war mal wieder geil. War jetzt hier mal lang. Nein, du bist fast aber verkehrt. Ah ja. Aber der Panzer, das. Es wird aber immer noch als feindlich angezeigt, das Ding. Oh, jetzt hat er uns. Ja, ist er ja. Der schießt da wahrscheinlich auf uns. Ja. Eher nicht. Fahrt nicht weiter. Wieso drehen die jetzt um, als wir uns das gehört hätten? Ja. Der fliegt aber aus dem Auto raus. Auto kaputt. So, jetzt ist sie befreit worden und bleibt stehen. Ja. Mag die nicht heim. Nee, die holt sich erst ein Taxi. Und womit bezahlt die? Die ist bestimmt ausgekraft worden. Das ist ein Monster-Jump. Wo? Nee, ist nicht da. Links, hätte ich gedacht. Geradeaus müssen wir, aber da müssen wir erst einmal ein bisschen Platz schaffen. Das ist doch wurscht. Kann man nicht einfach querfeld ein? Nee, eher nicht. Na, da unten ist Wasser. Und ein Panzer. Oh, in schwarz. Cool. Links? Ja. Das machen soll. Mich bieten? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Ja. Telefonierst du so selten. Links, rechts, meine ich. Entschuldigung. Oh, der hat's überlebt. Er hat's überlebt. Ich stürze auf einmal und ich reite einfach weiter. Das kann man einnehmen da links. Kick mal doch mal. Ich weiß halt nicht, ob man es einnehmen kann oder ob es da einfach nur Zeug gibt.
Also ober mir hat irgendwas ein Lebens... Na, heute ist keine Lebensanzeige, das ist eine Leuchtstoffröhre. Was? Es hat ausgeschaut, als wenn es da irgendwie eine Leuchtstoffröhre, ein Lebensbalken ist. Ich hab's nur eine Kiste, sonst nix. Also. Ah. Auch mal Schießpulver. Ja. 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 Okay, ganz los. So, jetzt probiere ich auch mal hier. Offroad. Ups. Moment mal. Ja, schaut gut aus. Ich glaube, da ist kein Wasser mehr. Aha, hier ist kein Wasser mehr und das ist Wasser doch geil. Haben wir da drauf? Junge, was ist denn jetzt los? Wir fahren über die Brücke. Oh. Er hat ein Schild aufgestellt. Ja, ich hab mir aber noch. Jetzt ist er tot. Ja, wo ist denn? Hinter uns. Ach da. Ich bin fast tot. Ja, die auch. Oh, Hubschrauber kommt. Ah, juhu, die dreht es aber schon ganz schön. Ja. Ah. Du bist gestorben. Ja. Das Auto ist Schrott. Schon fahrt das Auto. Ja, ich sehe es. Warum? Warum? So. Keine Ahnung. Weil. Aua, der Scheiß-Heli. Du musst dich kaputt schießen. Es dauert halt ewig mit dem Dings. Aber es wird nicht heiß. Echt nicht? Nö. Und kaputt. Das wird nicht heiß. Unsinn, Feiner. Hey, was soll denn das? Der Hund beißt. Was für ein Hund? Katze, Entschuldigung. Ja, ein großer Hund. Hm, da ist doch nur wer. Binde und öffne Safe. Ah ja. Ah ja. Hast du denn schon? Nö. Nur irgendwelche Schlüssel. Reparaturschlüssel. Ja, da magst du wieder einer auf mich schießen, oder? Und eine Ubisoft-Belohnung. Die ist so riesengroß. Was die Ubisoft-Belohnung? Ja, die hat voll ewig groß eingeblendet. Ich sehe euch doch gar nicht. Amerikanische Waffen. Scheiße. Das Safe ist im Restaurant. Und einer. Mal, das komische Ding hier hängt voll schief. Amerikanisch. Da ist mehrere schief. Ja, aber das ist ganz schief. Oh, das Haus ist kaputt. Da ist aber der Safe drin. Oder so. Ach, ja doch. Und was haben wir da? Und die schon. Die Schra. Der ist schon obrind. So. Ups. Hau ab, du Feigling, gell? Er telefoniert wieder. Ich bin fertig. Ich hab's. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf habe? Beweis es. Ich muss dir gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Alles eingesammelt. Na, jetzt müssen wir den Typen treffen. Der komischerweise. Ja, komischerweise jetzt hier umgeistert. Hätte nicht selber machen können, oder? Nee. Arschloch. Genau. Lady Sau. Und all das für ein Buch.
Ah, da waren doch noch mehr Gegner, oder? Doch, da gerade wen kehrt. Das Wasser ist gefühlt 2 Meter tief und er macht einen Köpfer rein. Bei mir nicht, aber wenn du vorher über den Zaun drüber springst, ah. Ich glaube, das ist zu viel für den. Ach so. Dann springt er ganz normal rein. Oh hier. Was auch immer du willst. Ich dachte, du willst das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Via Rodia das wahre Juwel. Jetzt habe ich kein Hut mehr. Der Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchst nur jemanden, der die Konkurrenz mehr. Nö. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Weil er quatscht mit dem. Und mit dem Buch und dem Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig. Aber du hast noch reichlich. Wieder Herausforderung von Ubisoft. Paulus Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Gott, da haben die alte Computer dort rumstehen. Ach so. Ah ja. Unten hast du einen Hut? Nee, ist weg. Ja, guck mal hier. Jetzt ist es wieder da. Eben war es hier drin, war es weg. Und hier draußen war es wieder da. Okay. Na gut. Nee, bei mir ist wieder alles da. Das war's wieder mit einer sehr faszinierenden Folge von Far Cry 6. Wecke. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge. Wiederschauen. Reingehauen.